Die jetzt noch stehen, die standen frei und diese fielen frei. Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück, andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass Sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird Ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Bist spät dran und siehst scheiße aus. Ich hab einen Nachtflug hinter mir. Was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musstest hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Coldjack Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Beste der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber SANCOM ist besorgt wegen der Normarbeit. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war 5 von ihrer Sorte wert. Semper Fee-Scheiße nochmal! Und Sergeant Kay? Nikki hat's nicht geschafft. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Ich sage nichts mehr, solange ich nicht meinen Sohn sehen darf! So handhaben wir die Dinge hier nicht. Sie wissen gar nichts. Jason hat mich gerettet. Was sagt Ihnen das? Da unten war Ihr Scheißkrieg längst vorbei. Reden wir mehr über diese Kreaturen. Die Vampire. Es ist recht schwer zu glauben, dass Sie sie damit getötet haben. Lassen Sie mich frei. Dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher Sie es hatten. Na schade, seine Aussage hätte wertvoll sein können. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Vergessen Sie alles, was Sie über Biologie wissen. Die Wesen sind hochentwickelt. Sie sind stärker als wir, intelligenter als wir. Wenn Sie der Lage Herr werden wollen, sollten Sie mich besser ernst nehmen. Niemand von uns zweifelt am Ernst der Situation, Colonel. Schließlich hat fast niemand aus Ihrem Team überlebt. Und damit muss ich leben. Sprechen wir über Kalos. Sie war infiziert. Ihr Team war gezwungen, sie zu... Der Parasit? Wurde entfernt. Kennst du ihr Profil? Ja. Sie hat's weit gebracht. Wenn das nicht passiert wäre.
Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar, bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Take me.